Moin, wie man hier im Norden so schön sagt. Ich bin heute Morgen in Heiligenhafen. Hier an der Ostsee weiterhin natürlich. Im Hintergrund sieht man schön wieder die Brücke nach Fehmarn. Hab im Industriegebiet jetzt hier geparkt, weil, wie ihr wisst, es ist kostenlos. Und werde mich jetzt auf den Weg Richtung Hafen und Steilküste und sowas machen. Wenn ihr Lust habt, bleibt dran und begleitet mich. Ja, hier steht jetzt das erste Schild Richtung Strand Husen. Ich denke mir mal, da in die Richtung auch die Ostsee zu sehen war gerade, dass ich da mal lang radel. Denn, wie ihr wisst, auch heute wieder relativ planlos. Ich habe mir auf Google Maps das Ganze mal von oben angeschaut, mit diesen Satellitenbildern. Fand, das sah ganz nett aus, also wird es einmal abgeradelt. Hier geht jetzt so ein Trampelpfad entlang. Ich weiß nicht genau, wie weit das geht, weil da vorne fängt ein Strand an. Ich nehme an, dass es da schon wieder endet. Aber da in der Ferne ist es ja wie so ein Aussichtspunkt von dem Naturschutzgebiet wahrscheinlich zu sehen. Ich versuche das mal ein bisschen ranzuzoomen. Ja, so erkennt man es doch schon ganz gut. Da möchte ich auf jeden Fall hin. Und ansonsten seht ihr, glaube ich, selber, es ist nahezu windstill, insofern es hier an der Küste windstill sein kann. Also es ist ganz leichter Wind. Wir haben kurz nach 8, glaube ich. Ich müsste mal selber nachschauen. 8.19 Uhr, ja. Und es ist schon echt angenehm. Also dieses Jahr haben wir echt wettertechnisch Glück. Ja, ich bin den Weg jetzt doch nicht weitergefahren. Ich füge das Bild mal ein. Da war ein Naturschutzgebiet, wo darauf hingewiesen wurde, dass man das doch bitte nicht betreten sollte. Halte ich mich natürlich dran. Hab jetzt dann die andere Fahrtrichtung genommen und wie ihr seht, komme ich doch Richtung Heiligenhafen, Industriegebiet weiterhin dort hinten, auf der gegenüberliegenden Seite der Yachthafen und dann diese Landzunge da rein. Mal schauen, wie ich da hinkomme. Und hier stehen sogar zwei Hausboote, eins mit Strandkorb drauf, auch sehr schön. Ja, das ist ja auch selten, glaube ich, an der Küste direkt hier, und man fährt durch so ein kleines Wäldchen oder Waldstückchen. Prinzipiell finde ich das okay, aber so warm ist es jetzt noch nicht, wäre in der Sonne schon schöner. Also ich fahre jetzt hier wirklich durch den tiefsten Hafen. Und schau mir auch mal so das Ganze drumherum an. Finde ich auch immer sehr schön und interessant. Leider musste ich mir gerade den Zahn ziehen lassen, dass man zu diesem, ja, was aussah wie so ein Aussichtspunkt, hinradeln kann. Das ist den Ornithologen in dem Naturschutzgebiet vorbehalten. Also da hat man als normaler Mensch kein Zutritt dort in der Ferne, was man sieht. Schade, aber ist dann so. Man muss halt auch an den Naturschutz denken und dafür ist es ganz wichtig. Was hier so ein bisschen lauter ist, ist gerade hier so eine Mühle oder Mühlwerk. Ansonsten ist das hier so eine kleine Hafeneinfahrt. Und ein Riesenrad im Hintergrund, auch nicht schlecht. Also wie bekannt, ich stehe ja am Hafen, wo da vorne auch die verschiedenen Fischkutter anlegen. Und der Fisch geht dann mehr oder weniger fangfrisch direkt hier zur Fischhalle. Also viel frischer geht, glaube ich, nicht. Ja, und
Und hier gibt es den Fisch direkt am Kutter. Fang frisch. Jedes Mal, wenn man hier um die Ecke kommt, sieht man was Neues, Schönes. Oder beeindruckend, erstaunlich. Nennt es wie ihr wollt. Aber wenn man um so eine Ecke kommt und die ganzen Masten hier sieht, finde ich schon beeindruckend, ja. Ja, hier ist so eine schöne Statue und da steht ein passender Text zu, den lese ich mal ganz fix vor. In der Morgenfrüh des 15. März 1864 setzten 160 preußische Soldaten unter Hauptmann Xaver von Mellenthin in 9 Fischerbooten nach Fehmarn und überraschten die dänische Besatzung in ihren Betten. Der Heiligenhafener Fischer Gottlieb Friedrich Stüben führte als Lotse die Boote unbemerkt an den dänischen Kriegsschiffen, die den Fehmarnsund sicherten, vorbei. Hierfür bekam der spätere Fuhrmann ein Pferd namens Fehmarn geschenkt und erhielt im Alter einen preußischen Ehrensold von 10 Goldmark. Die Figur des Fischers Stüben verkörpert bis heute den klassischen Ostseefischer. Fand ich sehr interessant und war ja auch nicht so viel Text. Ja, hier eine weitere schöne Skulptur. Das ist der Njörd, Schutzgott der Seefahrer und Fischer. Er ist ein nordgermanischer Wind- und Meergott, der die ruhige See und das schöne Wetter verkörpert. Und sein Lieblingstier ist der Schwan. Das ist hier recht schön gemacht. So, das Ufer ist befestigt mit den Steinen, hier wie so eine kleine Parkanlage, wo gerade überall gemäht und gesenzt wird, deswegen ist es ein bisschen lauter. Und dann zwischendurch diese kleinen Stege, wo man drauf gehen kann. Auf der gegenüberliegenden Seite die Sandstrände. Leider auch diese, ja, Bettenburgen nenne ich sie immer so liebevoll. Das passt irgendwie gar nicht ins Bild, aber naja, Wohnraum muss auch sein, ist schon klar. Und ohne Tourismus wird es ja hier auch nicht so gut aussehen. Oder so gepflegt. Jetzt bin ich einmal um dieses Becken rum gleich. Und da ist hier vor Kopf ein Wohnmobilstellplatz. Beton in Beton, aber gar nicht so schlecht. Für mich wäre es nichts. Aber wenn es einem von euch dort gefällt, so habt ihr hier die Info. Ach, da hinten sind noch viel mehr, sehe ich gerade. Ja. Ich habe gerade das erste Schild gesehen, dass es jetzt hier Richtung Stallküste geht. Und da werde ich jetzt wohl dann mal hinradeln. Also Wasser, Sonne, dieser strahlenblaue Himmel mit so ein paar Schäfchenwölkchen. Weltklasse. Also ich muss ja sagen, das ganze Gelände hier, ob schön oder nicht, ist sehr radfahrerfreundlich. Also es ist wirklich so, wie ihr seht, sind da hinten überall Stufen und bergauf, bergab, verschiedene Ebenen. Aber es ist alles so gemacht, dass man sowohl als Fußgänger auch als Radfahrer sämtliche Wege nutzen kann. Es gibt also immer Auf- und Abfahrten neben oder nah bei den Treppen. Das ist doch auch schön. Ich sag heute einfach zu oft schön. Seht's mir nach. Jetzt bin ich mal wieder an einem Strand angekommen mit Badeverbot. Und werde, glaube ich, diesen Weg Richtung hoffentlich noch Stallküste, weil ich bin gerade schon wieder kreuz und quer gefahren, so wie es mir passte, wenn ich was gesehen habe. Naja, irgendwann mit Stallküste kommen. Leider endet der Weg hier bei dieser Strandbar Sunset. Heißt, ich muss nochmal zurück und dann hinter diesem Prachtbau herfahren. Ich habe gerade festgestellt, zurück heißt auch Rückenwind. Ist natürlich wesentlich angenehmer und die Sonne von vorne
sofort gefühlt 5 Grad wärmer. Also dort, wo der Leuchtturm zu sehen ist, dort in der Ferne, ich zoome mal wieder, da möchte ich hin. Und versuche das Ganze jetzt dann mal von dieser Seite über so einen Wirtschaftsweg. Vielleicht führt der irgendwie dahin. Wenn nicht, muss ich vielleicht doch mal hier in der Stadt auf den Plan gucken. Aber versucht, macht klug. Wenn man das Ganze von hier betrachtet, ist dort im Hintergrund ein Schiff zu sehen. Und es sind ja vom Meer nichts zu sehen. Das sieht doch ein bisschen aus, als wenn der hier auf dem Acker fährt. Ansonsten schönstes Hinterland hier. Und dort sieht man schon die ersten Wolken, die von der Nordsee hier so vorbeischrappen sollen. Aber es bleibt trocken, laut Wetterbericht. Also dort vor mir ist der Leuchtturm zu sehen. Das Problem ist, dass ich jetzt hier über so eine Kuhwiese gefahren bin. Da vorne bei dem Tor vorbei. Um hier hinzukommen. Ob das ein offizieller Weg noch ist, ich mag es bezweifeln. Aber von der Aussicht her toll. Ich versuche da mal so ein, zwei Bilder zu machen mit der Steilküste auf der Seite und werde mich dann nochmal über einen anderen Weg versuchen, weiterhin zum Leuchtturm zu kommen. Ich gebe ja nicht auf. Ich habe jetzt noch ein Stück gefunden, wo man schön bis an die Kante kommt hier. Ich hoffe, ihr versteht mich noch bei dem Wind. Aber so rein strandtechnisch ist das ja der Hammer hier. Da kommt gerade eine Möwe. Klasse. Weltklasse. Ja, man muss viele Äcker überqueren, um ans Ziel zu kommen. Hier mal erstmal ein Päuschen. Jo, neuer Feldweg, neues Glück. Der Leuchtturm kommt bei jedem Versuch ein bisschen näher und irgendwann muss es ja klappen. Da ist er, der Leuchtturm. Jetzt war hier gerade ein städtischer Mitarbeiter vom Bauhof, der mir mal kurz erklärt hat, welche Funktion der Leuchtturm hier noch hat. Und zwar eigentlich, nur noch dafür, wenn in Putlos die Armee ihre Schießübungen macht, dann fahren die Kreuzer hier raus und dann wird das Licht hier von dem Turm wohl angemacht, damit die Orientierung passend haben. Des Weiteren sagte er mir, es gibt auf der anderen Seite von Heiligenhafen wohl einen Leuchtturm, wo man reingehen könnte. Öffnungszeiten oder ähnliches wusste er jetzt nicht, aber er hat mir so grob beschrieben, wo es ist. Und ich werde mal versuchen, da noch hinzufahren. Er sagte, es wäre ein ganzes End, aber was ein ganzes End ist, liegt ja im Auge des Betrachters. Man hat mir auch schon mal bei 3 Kilometer gesagt, oh, das war noch weit. Daher werde ich da gleich mal schauen, ob ich das noch finde. Aber jetzt gucke ich noch ein bisschen näher an der Steilküste. Ja, hier kann man noch mal die Seele und die Beine baumeln lassen. Also so Steilküsten haben ja was, wenn man dann sieht, dass die Schwäne hier vorbeifliegen. Der untere Bereich auch sehr schön. Vereinzelte Segelboote, die verschiedenen Färbungen vom Wasser und dann hier diese Trockenkalkwiesen,
Die gibt es ja normalerweise nur in der ungarischen Steppe, habe ich vorhin gelesen. Und dadurch haben sich hier viele Tiere niedergelassen oder auch Insekten und Pflanzen sowieso, die es normalerweise ja nur in der ungarischen Steppe gibt. Die größte Gefahr bei der ganzen Sache ist einfach die Einbringung von diesen Düngemitteln aus der nachbarlichen Landwirtschaft. Da leidet dieser Kalktrockenrasen halt sehr drunter. Hier ist ja dieses Naturschutzgebiet und irgendjemand schmeißt da mit diesen, kennt ihr diese Heuler von Silvester? Das gibt es wahrscheinlich auch als Aufsatz für irgendwelche Pistolen, Signalpistolen oder sowas. Das war jetzt gerade schon zweimal. Und jedes Mal fliegen die ganzen Vögel natürlich wie wild hier durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat oder ob da irgendeiner nur Mist macht. Beim ersten Mal habe ich mich selber erschrocken. Jetzt beim zweiten Mal ist schon merkwürdig. Also hier bei diesen Gebäuden stehen hier so 4-5 Stück in einer Reihe. Sind auch noch mal schöne Parkplätze, die kostenlos sind. Aber ich fand eigentlich eher die Gebäude gerade recht ansprechend. Wirken wie so, ja, diese Speicherhäuser aus den Häfen halt. Also das ist die ganze Straße runter, ziehen sich diese Häuser hier lang. Da sind hier Sozial-, Kulturzentrum, Festsäle, Konzerträume, Kirchensäle. Alles Mögliche. Das ist so der Teil, wenn man einfach mal wegfährt, ja, ins Hinterland, was man dann auch entdecken kann. Ich hoffe, das wirkt so und dank des Kopfsteinpflasters ist es nicht zu sehr verwackelt, aber das klappt ja mit der Kamera mittlerweile sehr gut, glaube ich. Also wenn man das Gesamtkonzept jetzt hier sieht, dann gehe ich davon aus, dass das ursprünglich mal eine Kaserne war. Hier mit dem Ein- und Ausfahrten, Wachhäuschen und was so dazugehört. Und hier geht es jetzt in die Altstadt, aber da muss geschoben werden, nur für Fußgänger. Ja, jetzt bin ich hier auf dem Marktplatz angekommen, da ist das Rathaus. Sieht man leider nicht ganz wegen dem Markt, der hier gerade ist. Aber ansonsten ein nettes kleines Fleckchen hier. Hier in der Altstadt befindet sich auch das Heimatmuseum. Das fand ich dort auch sehr gut. Gottes sind Wogen und Wind, Segel, Aber und Steuer. Dass ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Glauben hin oder her, ich find's gut. Auch solche Perlen entdeckt man zwischendurch. Ich habe gerade im ersten Moment gedacht, die beiden hätten sich hier wohl verirrt. Aber ist aus Metall. Ja, und egal wo man hierher fährt, man schaut immer auf diese Fehmarnsundbrücke, heißt das, glaube ich, richtig. Ist schon imposant. Jo, wie ihr sehen könnt, seht ihr auch nichts außer Natur. Ich habe jetzt diesen Leuchtturm überall gesucht, komme hier nur in Sackgassen. Das war wohl nichts. Also werde ich mich wie immer mit diesen Bildern verabschieden und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wo immer ihr auch gerade seid. Macht's gut, euer Markus.